Ali! Luris, ja, Gianni, ja, Tardon, ei bandu ja, Madlan. Sarni Hodildek, eis pla, so wut ja, maren glacka, eis pra. Voltak mich! Ja, Tuka, Ninolia, Toma, Doma, Toma. Shalona Torsha, Halatab, Sa, Wata Unko. Shala Kaiden Jaita Hot. Faisha Kikanchi in Teahai. Kelte Bovoktia, Su Kisu Eo de Jofa Gista Pe. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen, Freunde, zu meinem neuesten Let's Play. Es ist Star Wars Galaxy of Heroes. Ein Spiel, das sich in der Art wie Avengers Alliance, Avengers Alliance 2, Final Fantasy Brave Exvius und dergleichen einreiht. Also Spiele, die mit Energie funktionieren, so wie die alten klassischen Facebook-Games. Ich habe dieses Spiel schon einmal vor ein paar Jahren gespielt, 2 oder 3 Jahre ist es bestimmt schon her. Damals war das Spiel noch nicht sonderlich gut, war aber sehr vielversprechend. Mittlerweile kann ich sagen, seit ich 2 Jahre Let's Plays mache und in den 2 Jahren immer damit gerungen habe, soll ich ein Let's Play davon machen oder nicht, mittlerweile kann ich sagen, ja, das Spiel ist es auf jeden Fall wert, dass wir ein Let's Play davon machen. Und alles, was wichtig ist, erkläre ich dann im Laufe dieses Spiels. Wichtig ist aber, dass ihr wisst, wir können dieses Spiel in gewisser Weise gemeinsam spielen. Es gibt Gilden und es gibt die Möglichkeit, dass wir uns gegenseitig adden und unsere Helden gegenseitig zur Verfügung stellen. Das bedeutet also, bleibt wachsam, wir können dieses Spiel gemeinsam spielen, okay? Also, die Cantina-Wirtin sagt, wie gesagt, in diesem Spiel sammelst du Charaktere und Schiffe der gesamten Galaxis. Du führst sie in den Kampf, wartest sie auf und kämpfst dich bis an die Spitze. Für den Anfang erhältst du von mir 2 Datenkarten. Jede von ihnen sollte einen Charakter enthalten. Dein erster Held. Es ist ein Jedi mit der Heilungsfähigkeit. Also Jedi-Konsul, man kriegt am Anfang immer die gleichen Charaktere, ja, also alle haben immer den gleichen Start. Das ist nichts Besonderes, dass wir den Jedi-Konsul bekommen haben, ist aber auf jeden Fall ein sehr nützlicher Charakter. Machen wir mal weiter. Lass uns deine anderen Datenkarten öffnen. Ein Klonsoldat, der alle Gegner attackieren kann. Grandios! Klon-Sergeant Phase 1. Du hast jetzt genügend Charaktere für einen Trupp. Schicken wir sie in den Kampf. Schalten wir diese Druiden aus. Probiere es als erstes mit dem Basisangriff des Jedi. Wie dieses Spiel genau funktioniert, Strategien und so weiter, erkläre ich euch alles im Laufe des Let's Plays. Ich kenne mich ziemlich gut damit aus, welche Charaktere gut sind, welche Charaktere grandios sind, welche Charaktere später ein bisschen zurückfallen werden und wie Strategien funktionieren. Also, das Spiel ist sehr strategisch, aber in dieser Episode machen wir erst einmal nur das Tutorial-Level. In der nächsten Episode werde ich euch dann erklären, wie dieses Spiel genauer funktioniert, beziehungsweise was ich mir alles so gedacht habe, okay? Versuche es jetzt mit dem Basisangriff des Klonsoldaten. Diese Druiden haben einigen Schaden verursacht. Setze die Spezialfähigkeit deines Jedi ein, um für Heilung zu sorgen. Setze die Spezialfähigkeit des Klonsoldaten ein, um alle Gegner zu attackieren und zu erledigen. Und damit haben wir unser Tutorial-Kampf gewonnen. Grandios, sieh dir das an. Du hast genügend Kristalle gesammelt, um deine erste Datenkarte zu kaufen.
So, wir können nicht umgehen, was von jeder von uns verlangt wird im Tutorial. Hier bekommst du neue Charaktere, indem du Kristalle in Datenkarten investierst. Okay, alles was hier verschlüsselt ist, werden wir nach und nach freischalten. Wir haben tonnenweise Spielmodi zur Auswahl. Die meisten funktionieren ziemlich gleich. Gehe rein, verprügel Gegner. Aber, achso, das ist noch ein Testname hier. Das wird auch noch geändert. Oder ein vorgegebener Name. Wir gehen jetzt mal hier rein in den Store. Also macht euch keine Sorgen, wir lernen alles Stück für Stück kennen. Du hast genug, um eine Chromium-Datenkarte zu kaufen. Tippe sie an, um dir die Details des Packs anzusehen. Chromium-Datenkarte, Charaktere und oder Splitter. Kann ein Charakter aus Rogue One a Star Wars Story enthalten. Verwende Kristalle, um einen Charakter oder ein Charaktersplitter-Set zu erhalten. Also wenn wir das jetzt kaufen für 190 Kristalle, dann kriegen wir irgendeinen von diesen Charakteren hier oder eben Splitter von diesem Charakter. Also drücken wir mal hier drauf und schauen mal, was dabei rauskommt. Wow, du hast Klonkriege Chewbacca erhalten. Ja, den kriegen wir auch immer. Ein 3-Sterne Klonkriege Chewbacca. Ihr seht es hier, man kann die Charaktere auch in Sachen Sternen aufwerten. Und wir haben mittlerweile ein ziemlich ordentliches, ausgewogenes Team. Wie die Teamkombinationen funktionieren, erkläre ich euch auch noch. So, neue Herausforderungen und Kämpfe erwarten dich im Bereich tägliche Aktivitäten. Du kannst dir eine Spieler-EP-Belohnung sichern, indem du 2 Kämpfe der hellen Seite abschließt. Also das, was unter Aktivitäten ist, sind praktisch unsere täglichen Aufgaben bzw. Daily Quests. Ich sag da meistens Dailies dazu. Das bedeutet, die werden wir jeden Tag gemeinsam abarbeiten und dabei im Spiel voranschreiten und die Belohnungen dafür kassieren. So, als allererst sollen wir 2 Kämpfe für die helle Seite machen. Fahren wir mit dem nächsten Kampf der hellen Seite fort. Das Ganze kostet 6 Energie. Ihr seht es hier, beim ersten Abschließen kriegen wir einen Kristall. Mögliche Belohnungen sind diese hier. Das sind Random-Belohnungen, Zufallsbelohnungen, die wir kriegen. Da stehen immer die Gegner, die uns dort erwarten, was für ein Level die Gegner sind. Und das ist unsere Energie, die wir gerade haben. Maximal und aktuell. Und es kostet 6 Energie pro Kampf. So, hier legst du deinen Trupp fest. Du stehst bereits kurz davor, ihn zu komplettieren. Tippe hier, um zu kämpfen. Okay, wir tippen mal hier drauf. Ihr seht es, sobald wir einen 4. Charakter haben, können wir den mitnehmen. Sobald wir einen 5. Charakter haben, können wir den mitnehmen. Hier kommen dann später Verbündete rein. Das heißt, ich kann hier die Verbündeten mitnehmen, die ihr als Anführer drin habt. Der Anführer ist immer der erste Slot. In meinem Fall ist es Chewbacca. Und wenn ihr mich jetzt in der Freundesliste hättet, wäre Chewbacca der Charakter, den ihr von mir erhalten könntet, okay? Je mehr Charaktere wir freischalten, umso verschiedene Charaktere kann man dann eben als Anführer reinpacken. Und die könnt ihr dann benutzen, so wie ich eure Charaktere benutzen kann. So, du kannst übrigens ein Fähigkeiten-Symbol antippen und halten, um weitere Informationen zu erhalten. Also wenn wir die Taste gedrückt halten, sehen wir, was das macht. Armbrustschütze. Fügt dem anvisierten Gegner physischen Schaden zu. Das ist nicht sonderlich überraschend und wir machen das mal. Sehr gut. Ich wette, diesen Kampf gewinnst du auch alleine. So, jetzt sind wir dazu in der Lage, alleine zu klicken. Und ich kann ein bisschen was dazu erklären. Also wir können die Gegner anvisieren, die wir angreifen wollen, ja? Die sind alle Level 1, nichts Besonderes hier an der Stelle. Alles Druiden, wie man sie aus den Klonkriegen kennt. Und jeder Charakter hat einen Basisangriff. Der Basisangriff hat immer einen bestimmten Effekt. Manche sind eben nur physischer Schaden. Manche haben auch besondere Effekte noch mit dabei. Und eine Spezialfähigkeit. Wir schalten im Laufe des Spiels noch mehr Charaktere, mehr Spezialfähigkeiten für die Charaktere frei und können die Charaktere upgraden. Also ziemlich cool. Unser Team besteht aus 5 Leuten. Plus ein Freund, wenn das gestattet ist. Ja, das seid dann ihr. Und das heißt, wir haben also bis zu 6 Leute und sind dann in rundenbasierten taktischen Kämpfen. Diese blaue Anzeige hier ist kein Mana oder sowas. Diese blaue Anzeige ist die Zeitanzeige. Wenn die voll ist, dann ist der Charakter dran. Also so ähnlich wie die ATB-Leiste in Final Fantasy, okay? Also greifen wir mal an. Und ihr seht das, jedes Mal, wenn einer dran war und gerade nichts zu tun ist, füllen sich die Leisten. Und jetzt, na, immer Stück für Stück füllen sich die Leisten und dann können wir angreifen. Diese Zeitleisten spielen eine ganz wichtige Rolle bei der Strategie.
Ihr werdet das nach und nach immer mehr feststellen. Hier haben wir unseren ersten Bosskampf. Meistens macht es mehr Sinn, die kleinen Gegner zuerst auszuschalten, bevor man die Bosse ausschaltet. Aber es gibt Situationen, wo es mehr Sinn macht, die Bosse auszuschalten, wenn die Bosse zum Beispiel auch Heiler sind, okay? Dann ist es so, dass wir momentan ein ausgeglichenes Team haben aus einem Tank, einem Heiler und einem Damage-Dealer. Ja? Und unser Tank kann zum Beispiel brüllen und dadurch provoziert er für eine Runde lang die Gegner. Provozieren ist sehr praktisch. Die Leute unter euch, die vielleicht Spiele wie Avengers Alliance gespielt haben, die kennen das. Das bedeutet, oder vielleicht sogar Brave Exvius gespielt haben, Final Fantasy Brave Exvius, die kennen das auch. Das bedeutet, dass, wenn ich das aktiviere, haben wir das hier oben, dieses Symbol. Diese Einheit ist mit einem Status-Effekt belegt. Drücke und halte das Effektsymbol, um dir die Details anzusehen. Okay, wir halten das mal gedrückt und sehen die Details. Provozieren. Alle Gegner werden diese Einheit attackieren. Das bedeutet, die Gegner können unsere anderen Einheiten nicht mehr angreifen. Sie müssen Chewbacca anvisieren, also so wie hier, ne? Die können jetzt nicht mehr wechseln, die müssen Chewbacca anvisieren, okay? Und, sie können zwar immer noch Flächenschaden machen, das trifft immer noch alle, aber wenn sie keinen Effekt haben, um das hier zu entfernen, oder um irgendwie das zu umgehen, auf irgendeine Art und Weise, müssen sie Flächenschaden machen, um die anderen anzugreifen. Ansonsten ist jetzt nur noch Chewbacca ihr Ziel. Auf mehr Spielstrategie gehe ich nach und nach ein. Der B2 Superkampfdruide scheint geheilt zu werden. Tippe den kleineren Druiden an, der den Boss heilt, um ihn anzuvisieren und zuerst auszuschalten. Ne, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das ist der Boss, das ist der kleinere Druide. Den sollen wir zuerst ausschalten, weil er der Heiler ist. Heiler macht in der Regel am meisten Sinn, zuerst auszuschalten. Das heißt, der Gegner ist meistens ziemlich schlau. Der Gegner versucht meistens, unseren Heiler zuerst auszuschalten. Deswegen brauchen wir einen Tank, um unseren Heiler zu beschützen. Also dieses Team, das wir jetzt hier haben, das ist das Standard-Team. Das seht ihr immer, ja? Das werdet ihr auch haben, wenn ihr das Spiel angefangen habt. Also, da sind alle gleichgestellt. Und ich habe noch einen privaten Account, wo ich wesentlich weiter bin. Aber ich habe mir gedacht, für euch, mit euch gemeinsam, fange ich komplett von vorne an, um eben alles noch einmal von Anfang an zu genießen und zu schauen, wie sich das Spiel jetzt so von Anfang an macht. Gut gemacht, du hast einen Trainingsdruiden erhalten. Das sind diese Dinger hier, mit denen du deinen Charakter trainieren kannst. Also das sind quasi Erfahrungspunkte. Wenn wir dir unseren Charakter geben, leveln die nochmal extra. Damit können wir die Erfahrungspunkte unserer Charaktere extra erhöhen. Das sind Abschlusstickets, damit wird die Mission sofort abgeschlossen. Das ist Gold, das ist der Kristall zum einmal für den ersten Abschluss. Und das sind die Erfahrungspunkte für unseren Spielerlevel. Lass uns jetzt diesen Trainingsdruiden nutzen, um deinen ersten Charakter aufsteigen zu lassen. Na gut, tippe zunächst Charaktere an. Das machen wir hier. Dann klicken wir auf Trainieren. Und wählen den Charakter aus, den wir trainieren wollen. Hier unseren Jedi. Dann wählen wir den Trainingsdruiden aus. Und wir sehen, die Erfahrungspunkte werden. Das kann man auch hier machen. Ja, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil es Tutorial ist. Tippe zuletzt Trainieren an, um den Vorgang abzuschließen. Seht ihr ja hier, der ist ja auf Stufe 2 von 10. Und wir klicken mal hier auf Trainieren, das kostet 213 Gold. Und jetzt ist er Stufe 2. Alle Werte haben sich verbessert. Wie gesagt, alles was wichtig ist, sämtliche Statuswerte, sämtliche Strategien werde ich im Laufe des Let's Plays erklären. Ich werde euch in der nächsten Episode erklären, was ich mir vorgenommen habe hier. Also diese Episode ist komplett dem Tutorial gewidmet. Gehe jetzt zurück und schließe einen weiteren Kampf der hellen Seite ab, um deine täglichen Aktivitäten zu meistern. Na gut, das machen wir. Wir klicken also hier auf helle Seite. Wir sind nur noch einen Kampf davon entfernt, uns die täglichen Aktivitätenbelohnungen zu sichern. Legen wir gleich los. So, das ist der nächste Kampf. Und uns erwarten hier Stufe 2 Gegner. Kämpfen kostet 6 Energie. Das machen wir doch. Glatt. Los geht's. Tempo ist alles. Jeder Charakter hat einen Tempowert, der anzeigt, wann er wieder an der Reihe ist. Ja, wir haben einen Tempowert, der legt fest, wie schnell sich die blaue Anzeige füllt. Okay? Der blaue Tempobalken unter dem Gesundheitsbalken zeigt an, welche Charaktere bereit sind. Das sehen wir hier oben. Also unsere Charaktere sind schon bereit. Er hier noch nicht, da fehlt noch ein kleines bisschen.
So, Chewbacca ist bereit, deswegen kann er auch angreifen. Und auch der Heiler ist bereit, der Jedi Konsular. Diese Soldaten funktionieren so ähnlich wie unser Soldat. In der Regel ist es aber so, dass die Einheiten ziemlich einzigartig sind, ziemlich unique. Also es gibt nur sehr wenig Einheiten, die quasi Kopien von anderen Einheiten sind. Meistens macht es auch Sinn, einfach nur anzugreifen hier bei den normalen Gegnern und, sich die Cooldowns als Attacke haben auch Abklingzeit. Ja, diese Attacken haben keine Abklingzeit, aber Heilung zum Beispiel hat eine Abklingzeit von 5 Runden. Das heißt, wenn ich mich heile, wenn ich Heilung aktiviere, dann heile ich alle unsere Charaktere um 25% der maximalen Gesundheit des Jedi-Konsulars, ja, oder des Jedi-Konsuls, aber ich kann das erst wieder in 5 Runden aktivieren. 5 Runden sind damit gemeint, 5-mal, wenn er dran war. Also wenn er zum 5. Mal wieder dran ist, dann kann er das erst wieder aktivieren, okay? Also Runden werden charakterspezifisch gezählt. Nicht wie beispielsweise bei Brave Exvius oder bei anderen ähnlichen Spielen, wo es dann darum geht, welches Team nacheinander dran war, sondern hier ist man dynamisch dran. Immer wenn sich die ATB-Leiste gefüllt hat. Wie man das eben aus Final Fantasy kennt. So, wir greifen mal alle an. Auch der greift alle an, hat jetzt seinen kritischen Schaden erhöht, wie ihr seht. 50% erhöhter kritischer Schaden. Wir schalten trotzdem erst die kleineren Gegner aus. Aber es kann nicht schaden, wir sehen ja, dass die nächsten Gegner sofort dran sind. Als nächstes. Deswegen provoziere ich mal. Provozieren ist so lange aktiv, bis Chewbacca wieder dran ist, okay? Also ich greife jetzt mal hier an. Der greift alle an. Der greift auch alle an. Provozieren hat nicht wirklich viel gebracht hier an der Stelle. Aber der hier konnte eben nur Chewbacca angreifen. So, 1, 2, den haben wir besiegt, nur noch der letzte ist übrig und den greifen wir einfach an mit Einzelangriffen. Elite-Soldaten sind meistens ein bisschen stärker, stecken meistens ein bisschen mehr ein als normale Gegner. Sehr gut, hier haben wir auch wieder alles abgeschlossen, alle Belohnungen abkassiert, grandios. Du hast deine erste tägliche Aktivität gemeistert. Lass uns jetzt deine Belohnung abholen. So, wir klicken hier auf Abholen, holen dann diese Belohnung und dann sollten wir auch ein Level steigen, weil es fehlen nur noch 3 Erfahrungspunkte für ein Level-Up und wir kriegen 10. Spielerstufenaufstieg 2. Du hast 20 Bonusenergie erhalten. Ja, wir werden mit Bonusenergie überschüttet am Anfang. Die Energie füllt sich nicht komplett, wenn wir ein Level steigen, wie bei anderen Spielen dieser Art, aber sie füllt sich um einen großen Teil. Du bist gerade aufgestiegen. Erhöhe deine Spielerstufe immer weiter, um zusätzliche Funktionen und Upgrades freizuschalten. Okay, benutze die Macht. Schließe 3 Kämpfe der hellen Seite ab. Das ist dann die nächste Aufgabe. Werden wir auch noch tun. So, jetzt heißt es Abschied nehmen. Sieh dich auf eigene Faust weiter um. Viel Spaß dabei. Oh, das hätte ich fast vergessen. Wenn du Spielerstufe 4 erreichst, habe ich einen Gratis-Charakter für dich. Um ihn zu erhalten, musst du dich nur anmelden. Das werden wir tun. Wie alt sind wir? Das können wir jetzt hier einstellen. Gib bitte ein Alter an, um zu spielen. Wir sind gefühlte 100 Jahre alt. So, warum, habe ich gar keine Ahnung. Ich habe das einfach mal ausgewählt. Die Leute, die regelmäßig meine Let's Plays schauen, wissen natürlich, wie alt ich bin. Wir melden uns nicht mit Google Play an. Wir spielen als Gast, ja. Vorteile von Google Play. Nutzung desselben Kontos auf verschiedenen Android-Geräten. Wiederherstellung deines Kontos im Falle eines Datenverlusts auf deinem Gerät. Wir spielen hier als Gast. So, jetzt dürfen wir einen Namen eingeben. Und der Name, den ich eingebe, ist ganz klar. Alle wissen das ja schon. Karadrik. Ganz einfach und ganz kreativ, so wie sich das gehört, okay? So, also Freunde, ich würde sagen, ich werde jetzt genau hier an der Stelle die Episode beenden. In der nächsten Episode sehen wir uns wieder. Das hier war jetzt Tutorial, eher kurz gehalten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Lust auf das Spiel gemacht. Eine Kleinigkeit zeige ich euch nochmal ganz kurz hier, wenn ich nämlich auf Charaktere klicke, dass ihr mal seht, was uns hier erwartet. Das sind die 3 Charaktere, die wir jetzt haben. Es gibt insgesamt, wenn ich mal hier durchscrolle, tonnenweise interessante Charaktere, hauptsächlich aus dem Canon-Universum von Star Wars, ja, aber vielleicht auch den einen oder anderen Legends-Charakter. Ihr werdet vielleicht den einen oder anderen wiedererkennen und ich persönlich finde die Auswahl grandios. Es wird regelmäßig an dem Spiel gearbeitet.
Es hat Vor- und Nachteile, so wie viele andere Spiele dieser Art. Ja, ein großer Nachteil meiner Meinung nach ist, dass es keine Story gibt. Also für die Leute, die jetzt eine mega epische Star Wars Story erwarten, die werden die hier nicht finden. Es geht also wirklich nur darum, einen Kampf nach dem anderen zu bestreiten. Aber wir können die Kämpfe parallel gestalten. Also ihr kämpft für euch, ich kämpfe für mich. Wir können gegenseitig voneinander lernen. Ich probiere andere Charaktere aus als ihr. Ihr könnt mir schreiben, was ihr gelernt habt. Ich schreibe, was ich gelernt habe und so weiter und so fort. Wir probieren verschiedene Strategien aus, verschiedene Teamkombinationen und später kann man dann auch noch Raids gemeinsam machen. Ich zeige euch das hier auch nochmal. Es gibt Kämpfe der hellen Seite, Kämpfe der dunklen Seite, Cantina-Kämpfe, Trupp-Arena-Kämpfe ist PvP, wo man gegen andere Teams spielt. Da gibt es auch nochmal tolle Belohnungen. Galaktische Kriege sind auch sehr interessant, wo man sich dann durchprügelt durch verschiedene Gegner. Später, wenn man weitergekommen ist, macht man dann auch noch Schiffe. Also es gibt Schiffe, das heißt, man kämpft quasi mit Schlachtschiffen gegeneinander. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Beispielsweise hat der Jedi-Konsul, hat das noch nicht freigeschaltet, der hat auch ein Schlachtschiff, das werden wir dann noch sehen. Und da kann man auch mit Schlachtschiffen gegeneinander kämpfen, also Schiffe gegen Schiffe, das gibt's auch. Und dann gibt es noch die Möglichkeit beispielsweise, achso, da seht ihr mal, wann das freigeschaltet wird, dann gibt es noch die Möglichkeit, auch in Gilden beizutreten, ja? Also, ich werde im Laufe des Let's Plays eine Gilde gründen, ihr werdet dann sehen, wie die heißt, und dieser Gilde könnt ihr gerne beitreten, und dann können wir auch Gilden-Raids machen, ja? Es gibt also Raids, in denen wir dann kämpfen können, vor allem geht es eben darum, dass wir uns gegenseitig helfen, gegenseitig in den Gilden unterstützen und dann eben die schwierigen Kämpfe bestehen und uns gegenseitig mit unseren Einheiten helfen, okay? So, welche Charaktere ich vorhabe zu farmen, welche Teams ich vorhabe zu erstellen, was alles möglich ist an Teams, wie man am besten vorgehen sollte, werde ich euch alles in der nächsten Episode erklären, okay? Also nächste Episode wird nochmal ein wenig theoretisch, da werde ich nochmal ein bisschen was quatschen, um euch ein bisschen meine Pläne zu verraten für das Let's Play. Natürlich müsst ihr bedenken, das Spiel hier ist ein organisches Spiel, das variiert, das ändert sich jederzeit, also das bedeutet in dem Sinne, jeder Patch könnte meine Pläne über den Haufen werfen, ja? Jeder Patch könnte verändern, was hier passiert. Diese Episode ist aufgenommen am 30.10.2017. Also, wenn ihr das hier irgendwann mal später seht, ist es gut möglich, dass sich da dann ein bisschen was geändert hat. Aber ich habe Pläne und die Pläne werde ich euch in der nächsten Episode verraten. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr euch schon mit dem Spiel auskennt, Tipps und Tricks, dürft ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich weiß schon viel, aber ich weiß bei weitem nicht alles. Und ihr dürft mich gerne verbessern. Ihr dürft mir gerne eure Erfahrungen in die Kommentare reinschreiben. Sei es für mich oder für die Leute, die diese Episode nach euch sehen, damit die dann ein bisschen was lernen, okay? Wir lernen gemeinsam in die Kommentaren. Ihr dürft auch übrigens gerne unten in der Videobeschreibung, da seht ihr auch einen Link zum Discord-Server. Ich habe einen Discord-Server, den dürft ihr gerne beitreten. Da können wir auch gerne mal untereinander quatschen. Wie ihr mich adden könnt, werdet ihr zukünftig immer unten in der Videobeschreibung sehen. Da werde ich dann auch den Code eintragen, meine Spieler-ID. Ja, dass ihr mich adden könnt. Das wird unter jedem Video zu sehen sein. Und außerdem werde ich das dann nochmal genauer erklären in den kommenden Videos, okay? Also Freunde, ich beende jetzt genau hier an der Stelle die Episode und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen in der nächsten Episode. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.